Also wer macht denn da so viel Lärm mitten in der Nacht? Und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 hier in der Disaster Area. Wir sind hier in Hangman's Alley, weil wir eigentlich unterwegs für eine Quest sind. Für die Railroad. Aber ja, kaum hier angekommen, schon wird er direkt durch die Gegend geschossen. Ich hoffe mal, die sind da so sehr mit sich selber beschäftigt, dass sie sich nicht nur noch um uns kümmern können. Denn schließlich haben wir wichtige Dinge für die Railroad zu erledigen. Und da vorne müssten wir auch schon den Dead Drop haben. Und ein Toaster gibt's auch noch gerade so zu. Ist ja geil. So, und gucken wir uns doch mal an, was der uns da so geschrieben hat. Wenn ich das Ding überfinde. Da, Blackbird Report. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Okay, das war kurz und schmerzlos. Habe ich mir eigentlich mehr Infos erhofft. Oh, cool. Ich krieg XP fürs Nichtstun. Hä? Wer ist der Typ? Ach, ein Brotherhood Initiate. Okay. Okay. Die werden uns ja wohl nichts tun. So, und dann geht es mitten durch den Wald, so wie es aussieht. Mal gerade Karte checken, nicht dass das jetzt irgendwo am anderen Ende der Map ist. So ungefähr. Agent Blackbird. Es wäre leichter von Sunshine Tidings aus zu suchen. Das ist viel näher dran. Und für die Railroad, die haben ja auch die haben Interesse an meinem Sunshine Tidings. Ich weiß nicht warum, aber die haben gemeint, ich soll die Defenses ausbauen. Ich habe keine Ahnung. Aber naja, das ist ja ein gemeinsames Interesse. Ich werde da sowieso noch mehr Defenses hinbauen müssen. Früher oder später. So, aber das soll nicht der Gegenstand heute sein. Heute geht es um Blackbird. Also, was wir wissen ist, er war ein Agent. Und der war da, als das alte HQ untergegangen ist. Und er ist für tot gehalten worden. Und jetzt auf einmal heißt es, er lebt. Wer weiß? Wer weiß, ob er weiß, was da passiert ist? Wer weiß, ob er weiß, was das Institut wusste? Was haben wir denn da unten? Für mich sieht das irgendwie aus wie so ein Campingplatz. Und es scheint voll mit Raidern zu sein. Juhu! Pass auf deinen Kopf auf! So. Da ist irgendwo so ein Spotlight da. Oh! Ey, was willst du denn hier? Hau ab, du blöder Köter! Ich sag's nur einmal. So, nehmen wir mal das ab. Da ist irgendein so Turret. Das ballern wir jetzt natürlich sofort weg. Scheiße, die werfen hier mit Granaten. Ich muss jetzt sofort den Pack mal reinhauen. Am besten zwei. Wo ist der Typ da? Ah, da kommen sie, da kommen sie. Und die kommen hier mit einer fetten Power Armor, das ist euer Ernst. Na gut. Könnt ihr haben. Ich hab ne fette Shotgun. Scheiße gelaufen, was? Wow. Okay, mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Hau ab, blöder Hund. Das Gelute müssen wir uns später kümmern. Die werfen schon wieder irgendwelches Zeug nach mir. Was sind die denn? Ich sehe überhaupt keinen. Da haben wir noch einen. Kuckuck. Hallo, ich wollte nur mal guten Tag sagen. Oh. Hallo. Das kann ich auch. So, den hätten wir erledigt.
Ah, jetzt sind die aber schon ganz schön gut ausgerüstet hier. Oh, einer fehlt noch. Oh, sogar noch zwei. Ja, ich meine, das ist nur ein Turret, aber... Wir haben ja gerade irgendwo noch einen gesehen. Gut, dann gucken wir uns erstmal um das Turret. Geht ja schnell, zum Glück. Ach ja, wer ist hier der Rookie? Steckt der Typ denn? Ah, da hinten. Krass, dass ich direkt hier mit irgendeinem Scheiß werfen müssen, ne? Ätzend. Ah, gut, dass ich viele Stimpacks habe. Oh, und hier finden wir was zu essen, das ist praktisch. Oh, jetzt wirft er den nächsten Scheiß. Deckung, Kate! Oder war er nieder, das geht auch. Das ist mir sogar noch lieber. Ah, wir werden sehr schnell wieder sehr schwer sein, habe ich das Gefühl. Was ist jetzt? Nee, irgendwer muss da noch sein. Aber wo? Wo ist die Frage? Wo? Hier unten drin vielleicht? Nein, aber hier sind jede Menge tote Leute. Oh doch, da ist er. Ach, kann mir auch gestorben bleiben. Ein Stimpack. Super. Sonst denke ich, dürfen wir uns ins Looten machen. Was sind hier drin? Crystal Liquor Decanter. Kenne ich gar nicht. Ja, wer hat dich? Wie oft muss ich das noch sagen, Kate? Nichts hier zurückgelassen. Oder fast nichts. Oh, hier geht's rein. Wie sollen wir sogar rein? Federation Stockpile. Und dann haben die Raider wahrscheinlich unseren Freund angegriffen. Oder umgekehrt. Kann natürlich auch sein. Aber unwahrscheinlich, sonst würden die Raider nicht leben, oder? Was haben wir denn hier? Ein Memo, okay. Atten! Attention wahrscheinlich. Response to recent events, this facility will be operating under heightened security starting immediately. Identification must be run at all times while on grounds. Civilians must be checked in and given temporary identification while on the premises. This includes delivery staff and vehicle operators. There will be no exceptions. Strict inventory will be taken off federal rations. Don't risk your job by taking anything home. Yes, this means you. Okay, also strikte Sicherheitsvorschriften. Da stellt sich die Frage, warum auf einmal? Urgent immediate response required. A group of civilians has discovered the hatch leading into the old tunnels connected to this facility. Simple surveillance of this exit point is no longer adequate. A minimum of 3 men will be stationed at this point until we can find a way to better secure this route or seal it up entirely. Also, I do not want to hear any more complaining about our choice to build this federal storage facility into these tunnels or the struggles of retrofit operation. The decision has been made within the approved budget and is done. This exit point will be handled and this facility will continue to serve its purpose. Huh, da stellt sich die Frage. Das ist wohl irgendwie so ein Tunnel für Supplies gewesen. Also eine Supply-Line im Untergrund, was ziemlich cool ist. Nur für wen war diese Supply-Line? Gehörte das zur... Also ich nehme jetzt mal an, das gehört zur Railroad, weil deswegen sind wir hier. Aber wer weiß? Wer weiß? So, falls hier noch irgendwelche Türme sein sollten, sind diese jetzt aus. Hat er das gemacht? Okay. Wird schon funktionieren. Die Spotlights machen wir auch mal aus. Die nerven nämlich. So. Ach, ich könnte mir noch die Deliveries angucken. Next Gadget Delivery, Blamco Foodstuffs. Okay. Blamco ist jetzt nicht etwas, was mich interessiert. Ich habe gedacht, so kriegen wir vielleicht Infos über eine Lieferung von irgendwas Coolem. Und wir hätten dem dann nachgehen können.
sondern so eine kleine Miscellaneous Quest. Das wäre ganz cool gewesen. Dem war aber leider nicht so. Jawohl, Kate, erstmal was essen. Nach so einer Schlacht ist das wichtig. Die hat sich ja ganz nett eingerichtet. Oh, dieses dämliche Gepiepse, ey. Die sind Gott sei Dank überhaupt nicht nervig. Ah, kann ich damit noch ein paar von den Dingern ausmachen? Oder dieses scheiß Piepsen abstellen? Virtual schon mal. Virtual könnte sein. Aber Planet ist auch Zero. Exactly. Das kann es nicht sein wegen dem A. Das kann es nicht sein wegen dem R. Ein Virtual. Dances. Möglich. Volltreffer. So. Ausmachen. Spotlights. Sind schon aus. Okay. Schade. Ach, alles muss man selber machen. So. Wo waren jetzt diese ganzen Typen, die ich abgeknallt habe? Was war denn hier? Zigarettenkarton. Kaffeepot, alles was man braucht. Zigarette. Oh, hier haben wir jemanden erschossen. Ein Duffelbag. Yay. Also als Settlement könnte man das hier brauchen. Oh yes. Oh, da hat er eine T60. Das ist schon richtig fettes Zeug, was er hier hat. Oh, da ist ein Fusion Core. Wieso ist der hier außen? Das ist sehr ungeschützt. Aber ich nehme ihn gerne. So ist es nicht. So, da liegt noch einer rum. Ach, den habe ich schon ausgezogen. Okay. Aber hier können wir noch rein. Ich bin noch gerade reinschleichen. Das ist noch ein Teil von Machine Gun Turret. So, deinen Kram nehmen wir mit. Und das hier nehmen wir mit. Und die Muni nehmen wir mit. Noch mehr Muni. Und das nehmen wir auch mit. So, Kate, du darfst wieder schleppen. Nee, leider nicht. Oh Gott, das reicht nicht mehr annähernd. Bestimmt wegen dem ganzen hier wegen der T60 Rüstung. Die ist sehr, sehr schwer. Die darfst du jetzt mal schleppen. Boah, das ist mal ein großer Reifen. Und hier das Pillow nehmen wir noch mit. Badewanne brauchen wir gerade nicht so. So. Ist irgendwie verwirrend. Ich weiß überhaupt nicht, wo schon war und wo nicht. Hier war es schon. Und ich glaube, da oben war es schon. Da in der Hütte waren wir gerade. Und hier. Ah, wer weiß, vielleicht finden wir irgendwas in den Trucks oder so. Moment mal. Karotten und Blumen. Yay. Ah, haben wir hier irgendwas Nettes drin? Aha, hier ist eine Wooden Crate. Ja, ja, nicht übel. Oh, hier ist Öl. Haben wir in dem hier vielleicht auch noch irgendwas? Also man kann zumindest hier hoch. Ah, die ist aber. Boah, ja, okay. Okay, okay. Gut, dass wir nachgesehen haben. So, bevor wir uns jetzt hier reinstürzen können, sollten wir lieber nochmal zurück nach Sanctuary latschen und den Kram abladen.
damit wir auch wieder schön locker leicht sind. Und ich glaube, ich nehme meine Power-Armor mal wieder mit. Wozu, die soll ja nicht nur Deko sein, ne? Und mit der T60 vielleicht können wir da jetzt noch ein bisschen was. Die Teile müssen wir erstmal sparen, saven. Ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, was für Teile ich jetzt an meiner habe oder welche Teile ich generell schon habe. Aber irgendwo müssen sie ja hin tun. In Sunshine habe ich schon mal ein paar. Ach Quatsch. In Starlight, da habe ich schon mal ein paar deponiert. So, Gate. Yeah, sure. Be glad to take. I mean, hold some stuff for you. Ja, das ist, worum es geht. Und diesmal darfst du mir zurückgeben. Ist das nicht schön? Ja, gut, Mods habe ich keine. Oh, aber 8 habe ich. Das könnte ich schon mal hier deponieren. Karottenblumen. Und noch mehr Dog Meat. So, was haben wir denn schon wieder für Waffen gefunden? So, das können wir alles schon mal auseinandernehmen. Pipe Pistols mag ich ja auch total gerne. Mit Shotgun, noch mehr Shotgun. Switchblade. War schon mal sehr ertragreich. Ach nein, Craft. So, Chess Pieces. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg. Weg, weg, weg. Nein, das will ich behalten. Aber das kann weg. Und du kannst weg. Und du kannst weg. So. Ich glaube, damit haben wir alles. Ja, so ziemlich alles. Jetzt müssen wir aber noch nach Starlight. Denn da bewahre ich meine Power-Armor-Sachen auch, weil da sind ja auch alle restlichen Power-Armors. Ach, Idiot, ich hätte die Power-Armor natürlich auch direkt mitnehmen können. Müsste ich nicht extra nochmal hierhin zurück? Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Da war ich zu vorschnell. Naja. Could be worse. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir nicht irgendwas Kompatibles haben. Was war das hier? T45. Und das war Raider Power Armor. Gut. Ach ja, die Perils habe ich vergessen. Egal, ist sowieso schlau, wenn wir sie hier auseinandernehmen. Wo haben die guten Stücke denn? Hier, T60. Rinn damit. So. Was denn? Sag mal, der steht irgendwie in einer doofen Position. Fällt mir mal so auf. Aber den droppt man so trotzdem ganz gut. Ich musste keinen einzigen Schuss abgeben. Ja, der hatte Bottlecaps. Das ist valuable. So, jetzt gehen wir wieder zu unserer Lieblings-Scrapping-Position. Oh. Ich habe hier mal wieder irgendwelche Sunglasses übersehen. Die sind ja auch so klein. Den Kram für Doc behalten wir mal. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, eine Leiter habe ich schon. Also können wir die ruhig verschrotten. Ah, ich wieder einen Sackhut mit Hosen. So, Wedding Goggles brauchen wir nicht. Los geht's. Weg damit. Weg damit. Wieso kriegt man von den Sunglasses eigentlich Cloth? Von allen anderen kriegt man Glas. Oh, das kann ich gar nicht scuppen. Okay, wäre das auch schon mal. Wäre die Frage auch schon mal geklärt. Ach, dann müsste ich sowieso nochmal zurück nach Sanctuary. Ah, ja. Wieso einfach, wenn man sich auch kompliziert machen kann?
Wo hatte ich die Dock-Armor nochmal hingetan? Na, ich kann sie einfach ins Büro zu den anderen Anziehsachen stecken. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich da den anderen Kram auch hingetan habe. Wenn es überhaupt anderen Kram gibt, kann auch sein, dass Doc einfach alles angezogen hat. So. Chain Doc Collar. Noch ein Doc Collar. Doc Helmet. Heavy Doc Armor. Ich will ihn jetzt, solange der nicht mit uns kämpft, nicht unnötig verhässlichen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Denn meiner Meinung nach, die ganzen Dock-Armor und so, die sehen nicht so geil aus. Dann hast du irgendwann irgend so ein Mecha-Spike-Dock-Dingens. Dabei ist das so ein schöner Schäferhund. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, es ist ein Schäferhund. So, jetzt haben wir endlich alles abgelegt. Jetzt können wir wieder zurückreisen und weiter nach Blackbird suchen. Der ist in der Zwischenzeit vielleicht schon dreimal gestorben und wiederbelebt worden, aber pfff. Hat 200 Stimpacks verbraucht im Kampf gegen die Raider. Aber da kann ich erwarten, dass wir pünktlich sind. Das ist Fallout. Da brauchst du für den kleinsten Spaziergang 3 Jahre, weil du von allem Möglichen abgelenkt wirst. Was aber das Spiel auch irgendwie so gut macht, richtig? Schließlich lässt man ja sich nicht von irgendwas ablenken, was nicht gut ist. Jedenfalls nicht in Spielen. So. Die Toten ignorieren wir einfach mal. Das ist, wo wir hinwollen. Jetzt habe ich die Power aber doch. Ach egal, die brauchen wir nicht. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Sind nur Raider. Da brauchen wir keine Power Armor. Ja, jetzt habe ich sie so runtergespielt, jetzt kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse. Bestimmt, ich kenne das doch. Ah, nein, okay. Was haben wir hier liegen? Ein bisschen was zu essen. Ah, ich habe irgendwie Angst, dass hier irgendwelche Fallen sind oder so. Ist da irgendwas drin? Nö. Okay. Aha! Weg, weg, weg! Guck, guck! Weg damit! Du hör auf mich anzustrahlen! Oh, das kann ich gar nicht zerschießen. Okay, dann muss ich halt den da zerschießen. Tschüssi! War nett, dich kennenzulernen. So, sonst noch jemand auf die Fresse? Ja, der da. Oh, das ging schnell. So. Mitnehmen, was man mitnehmen kann. Den Rest müssen wir dann hier lassen. Oder wir machen es einfach wie beim letzten Mal und ich store einfach den Junk immer irgendwo. Tja, keine Ahnung, Kate. Das könnte sogar sein. Oh, lecker Whisky. Machen wir Whisky. Dann das Radio machen wir mal aus. Wir müssen ja hören, ob irgendwelche Gegner hier durch die Gegend schleichen oder so. Haha. Ja, sei schön vorsichtig, Kate. Molotov-Cocktail, okay. Noch mehr Aluminium. Aluminium-Cans werde ich nicht zurücklassen. Denn Aluminium, habe ich rausgekriegt, habe ich mal drauf geachtet, braucht man, Power Armors zu reparieren. Und deswegen kann man davon nicht genug haben. Denn wenn man viel Power Armor benutzt und ein hohes Level hat, wo dann schon richtig die Post abgeht und man regelmäßig auf richtig starke Gegner trifft, da ist die Power Armor sehr schnell sehr kaputt. Und deswegen werden wir keine Aluminium Can zurücklassen. Ich meine, wenn man mal eine übersieht, dann ist das nicht so schlimm, aber man sollte schon die einsammeln, wenn man sie mitnehmen kann. Ach, das gehört auch noch zum Machine Gun Turret, okay. Boah.
Jetzt wollen sie aber, jetzt wo ich das gesagt habe, wollen sie sagen, okay, du wolltest irgendwie nehmen, kennst, hier hast du welche. Hier ist alles voll von denen. Die müssen mich gehört haben. Ah. Das deutsche Lockup Terminal. Und da drin scheint es auch weiterzugehen. Das Quantum. Alter, guckt euch das an. Wie das leuchtet. Und das muss unser Freund sein. Er sieht ihn nicht sehr lebendig aus. Noch ein Fat Man, Alter. Inzwischen finden wir die echt überall. Hab ich das Gefühl. Mehr Aluminium. Her damit. Her damit. Jetzt finden wir hier so dermaßen viel von den, von diesen Dosen und so. Das könnten wir fast schon als alternative Währung verwenden. Scheiß auf Bottle Caps, wir haben Tin Cans. So, jetzt will ich nur gucken. Hier ging es doch auch noch lang, ne? Ein bisschen scouten hier. Was haben wir denn da? Was leuchtet uns denn da entgegen? So. Gerade die Waffe wegtun, finde ich, ist es ein bisschen einfacher. Dann versperrt man sich nicht selber die Sicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier wieder hochkomme, deswegen bleiben wir erstmal hier oben. So. Hier geht's auch noch weiter. Ah ja. Das scheint ein größeres Unterfangen zu werden. Oh, da versteckt sich da was. Oder irgendjemand. Nur FIFA ist von dem nicht übrig geblieben. Leider. So, was ist mit unserem Backpad passiert? Und wie kommen wir an dieses Quantum dran? Ich muss dieses verdammte Ding hacken. Und das, genau das werden wir in der nächsten Episode Fallout 4 auch tun. Denn ich muss ich muss es haben. Ich muss es haben. Und natürlich, unser Quest hier, ja, das ist Nebensache. Es geht nur um das Quantum. Das Quantum ist viel wichtiger. Ja, und damit lasse ich euch dann mal wieder zurück. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und wir sehen uns.